Ja, hallo. Wir sind jetzt hier und drehen mal wieder nach langer Zeit die Frage der Woche in Bremen. Heute unter dem Titel Klugscheißer. Darum ist auch Jenny heute da. Ja, Jenny ist von Natur aus ein Klugscheißer und ich habe einfach die Fragen rausgesucht. Man muss das ja hart recherchieren. Wer belehrt uns hier denn ständig, hä? Was sollte ich euch belehren? Ich gehe jetzt. Wissen Sie, warum schlafen Vögel nicht vom Baum fallen? Oh Gott. Wir überraschen jetzt die armen Leute, die mich 3 Wochen lang beschäftigen mussten. Doch, das ist eine Stange. Oh. Ich werde jetzt eine Anwältin, die studiert hat. Hat sie? Nein. Okay. Wie? Ich werde jetzt eine Auszubildende Sachen fragen. So, interessante Fragen. Warum fallen schlafende Vögel nicht vom Baum? Fallen die nicht? Nein. Gut. Wenn die guten Gleichgewicht sind, möglicherweise. Haben Sie schon mal einen Vogel gesehen, der auf dem Baum geschlafen hat, nicht runtergefallen ist? Nee. Hat noch nie jemand gesehen. Am Abend bestimmt lustig, keine Ahnung. Warum fallen schlafende Vögel nicht vom Baum? Weiß ich nicht. Und so viel zur PISA-Studie. Vögel fallen nicht vom Baum, wenn sie schlafen, weil das Gewicht sich verlagert und die Sehnen dann so leicht so zumachen. Ach so. Wissen Sie, warum der Academy Award? Kennen Sie das, diese Auszeichnung, der Oscar? Ja. Warum heißt der Oscar? Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Als Preis, oder? Weiß ich nicht. Ja. Oh Gott, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist ein offener Kanal, ne? Nein, nein. Oscar, keine Ahnung, warum der Oscar heißt. Weiß ich nicht. Nein, eine Sekretärin beim Academy Award hat sich den angeguckt und gesagt, Mensch, sieht doch aus wie mein Onkel Oscar. Und seitdem heißt er Oscar. Und das stimmt auch echt. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. So, nächste Frage. Jetzt, Sie stehen jetzt hier. Warum ist in England Linksverkehr? Weil in Deutschland Rechtsverkehr ist? Keine Ahnung. Also die Engländer saßen in England, haben sie gesagt, boah, Deutschland hat Rechtsverkehr, jetzt machen wir ja aber Linksverkehr. Verstehe ich nicht. Danke. Warum ist in England Linksverkehr? Weil England ein ganz gefährliches Pflaster war früher. Und die meisten Menschen sind nun mal Rechtshänder. Und wenn dann ihnen jemand mit einer Kugel so entgegenkam, dann sind sie nach links ausgewichen, damit sie die rechte Hand auf der Seite des Gegners haben und den dann da mal eben schnell mit dem Schwert einen Kopf abhacken können. Oder so. Was heißt kulinarisch? Kulinarisch weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich schwöre euch. Was, die genaue Übersetzung kann ich nicht, ne. Orientalische Küche oder so. Kulinarisch? Möglicherweise. Hat sehr viel mit orientalisch zu tun. Ja. Kulinarisch? Weiß ich nicht. Denn kann das vielleicht vom Latein kommen? Kulinus, wer weiß? Ich habe nie genossen, irgendwie Latein zu lernen. Ich bin kein Gymnasiast. Wie heißt das? Kulinus, ne? Kulinus. Das heißt in der Küche gekocht, so viel ich weiß. Echt, mehr nicht? Nö. Warum heißt der Bikini Bikini? Bikini, Bikini. Das weiß ich nicht. Bikini, wo zieht man den an? Tragen Sie nie ein Bikini? Nein, selten. Bikini. Weiß ich nicht, ich bin doch kein Deutscher. Und wann tragen Sie? Am Strand, zum Schwimmen. Wo gibt es Strände? Na, überall am Wasser. Wo gibt es Wasser? Nordsee, Ostsee, Teneriffa. Haben Sie mal irgendwie was von der Bikini-Insel gehört? Nein. Wo gibt es besonders viel Wasser? Rundherum. Um die Inseln. Genau. Warum heißt du Bikini Bikini? Ja. Bikini wurde nach einer Insel benannt, das Bikini-Atoll. Ja. Wo die ehemaligen Atomversuche drauf waren. Ah, ja. Woher kommt es, dass man Abracadabra sagt, um zu zaubern? Von den Hexen? Ja, aber warum sagen die ausgerechnet Abracadabra und nicht? Weil sich das am besten anhört. Weiß ich nicht.
Ich habe einen Tropfen auf den Arm gekriegt. Bitte? Ich habe einen Tropfen auf den Arm gekriegt. So, woher kommt es, dass man Abracadabra sagt, um zu zaubern? Das ist aus dem Lateinischen und heißt eigentlich Apera Cadavera, was so viel heißt wie öffne den Leib. Und es war eine Beschwörung, die man immer aussprach, wenn jemand Verstopfung hatte. Könntest du pupsen? Was? Nein. Warum nicht? Wo sollen die mit den ganzen Gasen hin? Die haben keine Gase. Warum nicht? Haben die kein Recht darauf zu pupsen? Ja. Was ist das denn? Können Fische pupsen? Ihr habt ja Ausdruck, ich weiß alles gar nicht, was es ist. Du weißt nicht, was pupsen ist? Also ich meine, manchmal sieht man ja auf der Wasseroberfläche blubberbläschen, wovon es nun direkt kommt. Ja, auch die Fische brauchen Sauerstoff manchmal. Na gut. Und du weißt, was Fische sind? Fische, ja. Meinst du, die können pupsen? Ja, vielleicht. Nee. Doch. Fische können pupsen, allerdings, also es ist nicht so, dass irgendwelche Blubberbläschen auftauchen. Das wäre bestimmt ein guter Antrieb. Manche Haiarten benutzen den auch als Antrieb. Nämlich haben die das in so Gelatinehüllen. Also die scheiden das aus. Also die machen nicht so plopp und dann ist da was, sondern die scheiden das so in einer Gelatinehülle aus und dann fressen sie es auch gleich danach. Ah, das ist ja auch ein bisschen gut. Woher kommt die Bezeichnung 0815? Woher kommt die Bezeichnung 0815? 0815? Ich weiß es nicht. 0815, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist das eine Vorwahl für eine Call-by-Call-Nummer? Nö. Weiß ich nicht. Ich gebe ihm mal einen Tipp. War böse, war schwer. Ich denke mal, war schwarz und hat wehgetan. Böse, schwer und hat wehgetan? Oh nee, das ist mir zu kompliziert, glaube ich. Das ist das erste Maschinengewehr, das im deutschen Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, nicht im Deutschen Weltkrieg. Das haben sie 1905 verbessert. 1908 und 1915. Das kann ich meine eigenen Fragen nicht mehr. Und das heißt das Maschinengewehr 0815. Und irgendwie kam das dann halt auch raus in die Welt und plötzlich hieß alles Mögliche, was langweilig ist, 0815. War ein sehr langweiliges Maschinengewehr. Ja, war ein sehr langweiliges Maschinengewehr. Wo wir gerade vor einem Schaufenster stehen. Was ist denn die Schaufensterkrankheit? Tja, die Schaufensterkrankheit, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist ja die Befriedigung beim Shoppen wahrscheinlich. Wie geil. Naja, komm, nee. Ich weiß es nicht, ich bin doch kein Arzt. Hat noch nie jemand seinen Arzt bei Ihnen verklagt, weil er die Schaufensterkrankheit ehrlich heilen konnte? Nein. Also Schaufensterkrankheit bezieht sich ja eigentlich auf die Beine, oder? Das sind die älteren Frauen, die zwischendurch stehen bleiben müssen. Nein, das heißt ja auch so. Da hat man was mit den Venen, also oh, meine Venen sind verstopft. Oh, ich muss hier mal anhalten. Am Schaufenster. Genau. Das ist echt die Erste, die das weiß. Nee, also das war eben nur ein Gag am Anfang, aber das ist... Tut mir leid, ist zu hoch, ich bin nicht durchgefallen. Das war doch unglaublich interessant. Auf jeden Fall. Frage beantwortet? Ja. Jetzt können Sie leider nicht unseren Preis entgegennehmen. Es tut mir aber leid, um die 3.000 Euro. 3.000 Euro. Auf Wiedersehen.